Schöne Morgen Vita im Opel Corsa OPC. Ihr habt bereits schon ein Tacho-Video gesehen bei Nacht von diesem Fahrzeug. Jetzt sind wir unterwegs, weil es geht heute auf den Leistungsprüfstand. Und zwar haben wir noch ein Hardware-Bauteil eingebaut und den Software-Datenstand angepasst. Wollen wir mal schauen, was das noch gebracht hat. Der Kunde war bereits schon vor gut einem Jahr bei uns, hat dort eine Kennfeldanpassung bekommen. War bis jetzt sehr zufrieden und hat einfach gesagt, hey, mir fehlt noch ein bisschen Lautstärke und hey, es könnte einfach noch ein Stück schneller gehen. Die Abhilfe war schnell gefunden, weil die Option hat er sich einfach freigelassen, dass man mit einer Hardware-Modifikation noch ein bisschen was arbeiten kann. Wir haben jetzt eine Debilas verbaut, also ein anderes Ansaugsystem und eine andere Downpipe verbaut, dass wir einfach den Turbolader ein bisschen entlasten, dass wir weniger thermische Probleme haben, noch ein bisschen mehr Leistung fahren können. Und so denke ich, wird der Kunde ganz zufrieden sein. Wir sind jetzt gerade auf Abschlussprobefahrt, bevor es heute Mittag dann auf den Weg zum Prüfstand geht. Ja, wie schon gesagt, wir haben einen Corsa OPC, 1,6 Liter, serienmäßig 192 PS, hier mit einem 6-Gang Handschaltgetriebe. Macht richtig Spaß und ich denke jetzt mit dem ganzen Setup und den verbauten Hardware-Modifikationen, denke ich mal, wird es noch ein bisschen klanglich schöner und noch ein bisschen zügiger. Der Kunde wird top zufrieden sein. Wir gehen jetzt ab nach hinten. Auspuffvideo. Und auf dem Rückweg von der Probefahrt. Wir haben euch ein schönes Tacho-Video gemacht. Wir haben euch ein schönes Soundfile gemacht, ein schönes Auspuff-Video. Und jetzt steht heute Mittag der Prüfstandslauf an. Hierzu fahren wir wieder zur Firma Henny GmbH nach Wernau. Wir besitzen keinen eigenen Messstand, sondern gehen schon seit mehreren Jahren zum Bruce Henny. Sind da sehr zufrieden mit dem, was er macht. Jeder, der sich in der Branche ein bisschen auskennt, weiß, dass er einen Prüfstand hat, der sehr genau ist. Manchmal würde ich sogar sagen, es ist der Prüfstand des Todes. Da kommen manchmal Sachen raus, wo man denkt, hups, oje, obwohl man sich viel mehr erhofft hat oder viel mehr ausgerechnet hat von dem, wie man den Datenstand und die Software geschrieben hat. Deswegen, wie schon gesagt, lieber gegenüber offen zum Kunde sein, transparent, dass er weiß, okay, wir gehen fremdmessen. Derjenige hat keinen Grund, irgendwas, sage ich mal, zu manipulieren oder irgendwas zu verändern. Und das wird auch weiterhin so bleiben, dass wir zur Firma Henny gehen. Sind dort, wie schon gesagt, sehr zufrieden. Ja, jetzt würde ich sagen, wir sehen uns heute Mittag auf dem Leistungsprüfstand. Das wird dann Video Nummer 2. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Morgen und bis heute Mittag. Ciao.